Lifestyle wird Ihnen präsentiert vom Shopee Tivoli. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Endlich ist es draussen. Bachelorette Chanel und ihre Rosenkavalier Mike sind ein Paar. Und darum kommt die Sendung heute aus dem wunderschönen Wohnort bei Eliken, wo der Mike lebt mit seinem Daddy und seiner Schwester. Hallo miteinander. Hallo. Chanel, endlich wissen wir, warum du den Mike gewählt hast. Wenn ich da so runter schaue, paradiesisch, Schwimmbad, Garten, Palmen. Also, ich meine, da hat er natürlich schon einen Wahnsinnsvorsprung gehabt. Also, ich muss sagen, das habe ich ja in Thailand alles noch nicht gewusst. Dort habe ich ja nur ihn kennengelernt, wie er lebt alles, dass er so ein wunderschönes Zuhause hat. Das haben wir nicht gewusst. Das hat sie erst im Nachhinein herausgefunden. Genau. Und jetzt bist du also sicher mehr bei daheim. Bist du da, oder? Ja, also ich bin jetzt wirklich die meiste Zeit da. Aber es kommt halt auch davon, dass er meistens um 5, 6 Uhr morgens auf muss. Genau. Die ganze Woche muss arbeiten. Und es wäre blöd, wenn ich dann jeden Tag vom Zug müsste, da rausfahren, am Morgen früh, eine Stunde. Ich bin halt ein bisschen flexibler mit den Arbeitszeiten, von wo ich arbeite und alles. Und darum haben wir uns eigentlich so entschieden, dass wir die meiste Zeit hier verbringen. Aber wir haben alles da, also wir können uns überhaupt nicht beklagen. Genau. Meine Lieben, reden wir über euch zwei, bevor wir noch ein bisschen herumschauen. Es ist wirklich riesig, das alte Bauernhaus. Kannst du mir schon zeigen, was wo ist? Ja, inzwischen kann ich dir zeigen, wo was ist. Am Anfang habe ich mich ganz ehrlich verlaufen. Also ich weiß, also ich habe nicht gewusst, wo was ist. Auch heute noch läuten wir uns gegenseitig teilweise an, wo bist du? Ja, im Zimmer. Ja, aha, ja, ich im anderen Zimmer. Okay, gut, aber ja, es gehört dazu. Wie ist das jetzt für dich, dass sie schon fast eingezogen ist? Also fast eingezogen. Ja, ich habe erst zwei Abteile im Schrank frei gemacht. Also, es ist okay. Es geht gut. Ja. Wir streiten nicht. Friede, Freude, Eierkuchen. Wie anstrengend ist es, wenn alle immer einem sagen, ihr seid doch ein Fake-Paar, das stimmt doch nicht. Ja, Vorurteil. Wir wissen, dass es geht. Ja, also es ist halt wirklich, es ist halt einfach die Sendung, Vorurteil, die man hat. Man hat sich in einer Sendung kennengelernt, aber ich kenne ganz, ganz viele Leute, die sich wirklich durchs Fernsehen verliebt haben. Und dort habe ich gesehen, dass es funktionieren kann. Und ich sehe jetzt auch, dass es bei uns funktionieren kann. Wissen ihr dann schon ziemlich alles übereinander? So Körbchengrösse, Schuhgrösse? Schuhgrösse, ja. Körbchengrösse haben sie nie gefragt. Oder nein, ja, tastet nur. Etwa so viel. Etwa so. Nein, also wir haben noch Haufen, die wir übereinander erfahren können. Aber wir haben Zeit. Also, genau. Es sind jetzt ein paar Monate inzwischen vergangen. Und wir nehmen uns da Zeit, wirklich jeden Tag. Wir geniessen es. Und ja, mal schauen, wie die Zukunft aussieht. Warum hat es bei euch, bei so vielen hat es nicht gehabt? Ich denke da an Janosch und Christina, gerade an Rina und Kenny sind vor kurzem auch auseinander. Warum soll es bei euch klappen, Mike? Schwierige Frage. Wieso soll es bei uns klappen? Bis jetzt klappt es gut. Wir haben jetzt eine Gitarre bekommen. Ja, es ist halt, ich sage mal, das ist auch bei normalen Beziehungen, die sich jetzt nicht durchs Fernsehen kennengelernt haben, so, dass es nach zwei, drei Wochen auseinander gehen kann, nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren. Wäre vielleicht bei uns nicht anders, aber wir schauen die positive Zukunft und bis jetzt können wir uns wirklich genau. Nicht beklagen. Also das ist jetzt nicht irgendein PR-Gag, wo 3 Plus initiiert ist, wie bei... Nein, das ist real. Ja. Real life. Real life. Ja. Nein, wir geniessen wirklich jeden Moment zusammen. Genau. Wir wollen diesen Moment natürlich noch mal aufleben lassen. Ihr habt euch ja wirklich dank der Sendung Bachelorette kennengelernt und auch lieben gelernt. Das Happy End von diesen beiden, da ist es. Mike. Der sympathische Maurer aus Winterthur. Statt vieler Worte ließ er lieber Taten sprechen. Seine Lippen hielten sich nicht mit bloßen Bekenntnissen auf. Fire on fire. Das ist die letzte Rose. Ich habe mich total in dich verliebt. Mike. So, Patrizia, jetzt zeige ich dir mal unseren Wohnraum. Hi! Was war das früher? Früher war das Heustock.
Wir sind früher einmal von da oben etwa. Da ist Heu abgekumpelt. Vor 15 Jahren oder so, plus minus. Und jetzt Lieblingsraum, was passiert da alles? Wohnraum eigentlich, da passiert viel. Essen am Tisch, Party, wenn es Party gibt. Da mit der Leinwand, Public Viewing. Ja, wir haben da die Sendung eigentlich mit den Haufen anderen auch. Wir schreiben Autogramm schreiben und wir spielen auch da sehr viel mit dem Kleinen. Das ist so ein mit dem Finn, deinem Sohn? Genau. Ja. Wie hat der auf dich reagiert, als er dich das erste Mal gesehen hat, Janette? Das kann der Papi erzählen. Also er ist am Anfang ein bisschen schüch gsi, hat nicht mit ihr reden. Nachher sind wir die vorne gsi, in der Stube am Fernsehen schauen. Ich bin dann eingeschlafen. Und er hat Hunger gehabt, und ich war natürlich am Schlafen. Dann hat er mir ihre ganze Zeit einen Früchteteller gehabt. Dann ist immer näher und näher gekommen. Als ich aufgewacht war, sind sie Best Friends gewesen. Ja, und ab dann sind wir eigentlich unzertrennlich. Wie sagt er dir? Sanel. Sanel. Ja, Sanel. Ich habe einen Küsschen. Dann machen wir meistens da Küsschen. Ja. Nein, wir machen den Haufen mit dem Kleinen. Wir spielen da. Letztes Mal haben wir Spiele gespielt mit dem. Gehen ein bisschen voraus. Ja. Also, die Kleine war ja, glaub, so stolz darauf, dass ihr ein Bärli sind, dass er es überall herum erzählt hat. Ja, er hat in der Krippe erzählt, dass der Papi eine neue, grosse, blonde Freundin hat. Ja. Ja. Und das ist dann umgegangen und bis zu meinem besten Kollegen und er hat es mir dann gesagt. Und dann haben sie herausgefunden, dass er gewonnen hat durch den Kleinen im Kindergarten. Ja. Ja. Du hast gewonnen, ihr Herz. Du hast aber auch den ersten Kuss bekommen und den letzten. Hast du es eigentlich beim ersten Kuss mit ihm schon gespürt, dass es vielleicht wird? Also ich habe schon gemerkt beim ersten Kuss, da funkt's irgendwie, es passt. Aber es sind natürlich noch viele andere Männer im Spiel gewesen, das ist klar. Aber bei den weiteren Dates habe ich dann spätestens gewusst, okay, ich glaube, das ist er. Hat sie dir nie hinter der Kulisse Zeichen gegeben? Weißt du, oder so ein bisschen das Gefühl gegeben, du bist speziell für sie? Also wenn sie mir Zeichen gegeben hat, dann habe ich es nicht gemerkt. Nein, ich habe es wirklich nicht gemerkt. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich kann auch nicht wirklich dürfen Zeichen geben, damit es für alle Jungs gleich spannend ist, wer gewinnt jetzt, wer steht im Finale. Und darum habe ich mich da eigentlich recht zurückgehalten. Also ich glaube, und wenn sie etwas gemacht hat, dann hat sie allen das gleiche Gefühl gegeben. Also ja, viele haben ja auf den Marco getippt. Ja. Du auch? Nein. Ich muss ja auf mich tippen, oder? Also weißt du, was wundert mich jetzt am meisten? Du bist überhaupt nicht schüch. Nein. Wo ist denn der schüche Mike? Ja, das waren halt Kameras. Das habe ich ja immer gesagt. Alle so, ich bin nie vor der Kamera gestanden. Ja. Und alle immer so, wieso nimmst du den Scheuch? Der kann doch nicht gewinnen. Nachher ich so, der ist nicht Scheuch. Also hinter der Kamera hat er wirklich Sprüche gefallen. Es war lustig, mit mir Schlager gelöst, alles. Also wir haben es wirklich cool gehabt. Und nachher ich so, hey, das ist er. Also, ja. Er ist nicht nur Scheuch, eben nicht. Er ist auch geicht. Ist das dein Vater, deine Schwester oder hast du das für Janel aufgehängt? Das ist schon sehr lange da. Aber wir trinken ehrlich gesagt nicht so viel von da. Und was ist denn das? Das ist auch so ein. Da hat ein bisschen. Ein paar Schnäpschen drin. Gläser. Also Alkohol hat auf jeden Fall nicht zu wenig da. Nein, für also Partys und Durst, das tun wir nicht. Nein. Aber wir sind jetzt auch nicht jeden Tag da. Nein, aber gleich mal so ein Bierli, ein Gläschen Wein oder so. Das hat eigentlich die ganze Familie gern. Ja. Wie fest hat sich der Giovanni einen auf die Kante gegeben, den er verloren hat? Ui. Sehr fest. Ja, ja der hat sich ein bisschen mitgenommen. Also ich verstehe es. Ich meine, du stehst im Finale, du fährst an Gefühl aufbauen zu einer Frau und dann nachher am Schluss schlägt sie dir eigentlich die Türen vor der Nase zu. Hast du eigentlich noch etwas von ihm gehört? Ja, ja, ich höre schon noch ab und zu etwas von ihm. Also, und, wir sehen auch die Jungs eigentlich ganz häufig. Wir haben eigentlich mit fast allen ein bisschen Kontakt. Und auch mit dem Giovanni. Das Ganze hat sich jetzt ein bisschen geleitet, zum Glück. Oder der Ego, der verletzt wurde, ist beim Giovanni sehr fest. Ja. Das hat man auch gemerkt. Oder ich. Also, ja. Ich weiß nicht, wie gut dass sie gemerkt hat. Ja, es geht nicht so. Da haben wir jetzt unser eigentliches Wohnzimmer kennengelernt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es im anderen Teil des Hauses aussieht. Janel, du übernimmst. Gehen wir schauen. Also, schauen. Machst du die Führung. Jetzt wissen wir, wieso der Mike so Muskeln hat. Die Folterkammer. Hast du auch schon mit ihm da trainiert? Nein, bis jetzt noch nicht. Nein, wir gehen dann eher ins Fitness. Ja. Ich war da noch nicht fleissig. Aber ich trainiere da auch nicht so viel. Ich gehe meistens ins Fitness. Ich arbeite gerade in der Nähe von meinem Fitness. Aber jetzt in der Corona-Zeit war der Raum sehr wertvoll für mich. Ja.
Du hast nicht nur Muckis, Mike, sondern du hast auch Haufen Tattoos. Hier auf dem Arm sieht man Rosen. Du genau, hast schon eine Vorahnung gehabt. Die habe ich schon lange. Das war eines meiner ersten. Das ist eines Tattoo mit Kim, meiner Schwester und so. Aber ich habe neue. Zum Beispiel das hier habe ich in Thailand mit Giovanni gemacht. Er hat es gleich auch hier. Und das habe ich auch frisch gemacht. Die Rose ist so ein Andenken an die ganze Bachelorette-Zeit. Die letzte Rose. Also das muss dir gleich extrem viel bedeuten, dass du gerade ein Tattoo machst. Ja gut, wie man sieht, ich habe... Er hat ja schon geschaut. Gut, ja. Namen hast du noch keinen tätowiert. Würdest du das machen? Also, von ihr jetzt? Ja. Nein, das würde ich nicht machen. Nein, das würde ich auch nicht zulassen. Hast du auch ein Tattoo? Ich bin eigentlich anti-Tattoo. Aber eins habe ich, das er selber gemacht hat. Und das ist ein Herzli. Wieso kannst du tätowieren? Da sieht man es kann... noch. Das sind alle Utensilien, Tätowiermaschinen. Wieso kannst du das? Wieso kann ich das? Ich habe schon immer gerne gezeichnet. Ich habe mich auch gesehen bei Bachelorette, wo ich sie gezeichnet habe. Und irgendwann habe ich dann in der Lehre eine Vertiefungsarbeit machen. Und dann habe ich das über Tattoos gemacht. Habe mir eine Tattoo-Maschine gekauft, um das den Lehrer zu zeigen. Und so hat sich das ergeben, ja. Dann habe ich immer mehr gekauft und mehr. Und jetzt habe ich mittlerweile alles, was ich brauche. Ja. Und er ist kreativ beantwortet. Ja. Du hast auch noch Vertrauen, dass du da nicht gehabt hast. Ja, darum haben wir nur ein kleines gemacht. Wir gehen weiter in die Stube. Wie gut ist der Mike im Kochen? Der Mike ist sehr gut im Kochen. Was ich backen kann, kann er kochen, zum Glück. Das gleicht sich dann gerade ein bisschen aus. Und er hat sogar heute Mittag gekocht. Also, ja. Was hat es gegeben? Bulle mit Tomatensauce. Tomaten, Mascarpone-Sauce und Mozzarella. Ja. Also, wir haben Mascarpone vorher gehabt und ich habe gesagt, schau, suche ein Gericht, das Mascarpone drin hat. Und dann ist das gekommen. Ja. Also, wir sind jetzt kein Profiköch, aber es schmeckt alles, was er kocht. Also, ich bin da wunschlos glücklich. Etwas, was mich extrem erstaunt hat, als ich über dich gelesen habe, du hast eine Spinnenphobie, aber du hast den Django, einen Otter. Ja. Also, ja, Spinne ist einiges grusiger als Schlangen, finde ich. Also Schlangen konnte ich schon immer anlangen und Spinnen konnte ich schon immer. Bei Spinnen treten durch. Also sie weiss es selber. Ja, also wenn es schon nur ein kleines Spinnenlein ist, mache ich sie dann einmal weg. Wie weit geht die Schlangenliebe? Ist die auch bei euch im Bett? Nein. Nein, die Schlange nicht. Nein. Also wenn denn. Die ist, hallo. Also wenn denn ist die Schlange, wenn wir unten am Fernsehen schauen sind, beim Sofa, ist ein bisschen über uns am drüber kräsmen. Ja. Aber im Bett, nein, das hat die Schlange nicht verloren. Wir gehen die Oasen im Garten anschauen. Zuerst gibt es aber 4 Looks für den Sommer. Martin Dürrematt zeigt zusammen mit Hair Ritual by Sisley die hipsten Frisuren für die schönste Zeit des Jahres. Im Sommer 2020 sind ganz klar Trends, alles, was kombiniert ist mit urbaner Lässigkeit und natürlicher Femininität. Wir sehen es zum Beispiel international mit anderen Waves. Wir sehen es mit akkuraten Pops, unterzeichnet aber mit Blocksträhnen. Ganz wie in den 80er Jahren. Heute zeige ich euch aber coole anderen Hochsteckfrisuren und verschiedene Stylingtechniken. In meinem ersten Look geht es um einen einfachen Fishtail, den ich bei Manuela gemacht habe. Das Coole bei diesem Look ist, man kann es nicht nur beim Coiffeur machen, sondern auch super einfach daheim mit ein bisschen Übung. Der Hitzeschutz ist natürlich immer ein grosses Thema, wenn man mit Lockenstäben, mit Streckeisen oder Föhns arbeitet. Darum habe ich bei Manuelas Protective Hair Fluid eingesetzt. So hatte ich eine super Basis und das Haar erst noch geschützt, damit ich mit dem Lockenstab bei ihr das Haar vorstrukturieren konnte. Die Struktur des Haars ist eine sehr entscheidende Basis, weil wenn das Haar schon eine gewisse Griffigkeit hat, kann ich nachher ganz simpel die Haare zusammenstecken und auseinanderziehen, ohne dass es auseinanderfällt. Darum habe ich dann das Gümmeli drin, die Haare zusammengenommen, alles durchgezogen, ein bisschen rausgezogen, vereinzelte Haarsträhne und immer Step by Step so weitergemacht. So habe ich den wunderschönen Fishtail bekommen, der super andan ist, sexy, man kann es auf die Seite tragen, man kann es hinten runter fallen lassen und natürlich immer noch ein paar einzelne Haarsträhne draussen. Das gibt dem Look so das gewisse Etwas und es sieht nicht zu streng aus. Der Sleek Ponytail ist auf jeden Fall auch ein Favorite Look im Sommer. Man kann nach dem Duschen die Haare durchkämmen, das Öl von Hechitwil bei Sisley drin tun, das Precious Öl, und dann die Haare ganz tief im Nacken unten zusammenbinden.
das Haar schön drüllen und feststecken, ein paar einzelne Haarsteine draussen und schon ist man den ganzen Tag frisiert und ist erst noch gerade ready für die Sommernachtsparty oder eine Gala oder ein Nachtessen. Wenn man es noch etwas spezieller will, dann trägt man noch zusätzlich einen Haarreifen. Er darf recht gross sein, weil das gibt dem Look so das gewisse Etwas und ist erst noch super modern. Den Sleek Ponytail finde ich mega schön. Man kommt aus der Dusche raus, kann die Haare grad binden und dann hält es den ganzen Tag. Praktisch. Welche Frau träumt schon nicht von anderen Waves, die sie auch daheim machen kann? Das habe ich heute Elena gezeigt und los ist es eigentlich mit der Haarpflege gegangen. Viele Frauen unterschätzen immer, wie wichtig es ist, dass die Haare gut genährt sind. Darum habe ich gestartet mit der Shampoo-Massage mit dem Color Protective Shampoo von Hechitul by Sisley. Es hat zum einen natürlich einen Farbschutz drin, jetzt gerade wichtig im Sommer, damit das Haar nicht ausbleichen tut, tut man aber das Haar auch mit Feuchtigkeit versorgen. Zurück am Platz ist dann zur Technik gekommen. Das Haar zuerst mal gut unterteilt, damit ich eine Übersicht habe, dann eine Haarsträhne um zwei Finger gewickelt, eine Alufolie zum Einsatz gebracht, das würde ich sagen, hat jede und jeder daheim. Die durch das Loch gesteckt und dementsprechend fest gebunden. Das natürlich am ganzen Kopf gemacht und dann schlussendlich das Haar mit dem Diffusor geföhnt. Wichtig ist, dass hier die Wärme auf höchster Stufe ist, aber der Luftstrom auf tiefster Stufe. Dann habe ich das Ganze mit den Händen durchgekämmt, mit dem Streckeisen noch etwas gestreckt, dass es nicht zu gemacht aussieht. Und schon fertig sind die anderen Waves gewesen, was super cool für den Hai zum Nachmachen sind. Mein letzter Look bei der Elena war der Messi-Dude. Hier noch unterstrichen mit den Haaraccessoires, die auch extrem momentan im Trend sind. Der Rossschwanz von der Elena war dazu eigentlich eine perfekte Basis. Ich habe nur noch den Volumizing Spray von Hechitul by Sisley reingespritzt, das Ganze ein bisschen durchgeföhnt und so hatte ich eine gute Struktur im Haar, um nachher den Dude zu machen. Als Hilfsmittel für einen Messi-Dude habe ich eigentlich einen ganz klassischen Haargummi gebraucht. Dann noch die Haarspitze drum dreht, das Ganze mit Grips festgesteckt und natürlich Bling-Bling darf hier auch nicht fehlen. Verziert mit ein paar Haaraccessoires, die extrem im Trend sind im Sommer 2020. Und schon ist der Look eigentlich fertig gewesen. Auch der wahnsinnig praktisch für den Hai zum Nachmachen. Der Messi-Dude gefällt mir super gut. Ich finde den mega stylisch. Und mit diesem Klemmerchen im Haar, das werde ich jetzt öfter mal ausprobieren. Alle Infos zu den vorgestellten Sommertrend-Frisuren finden Sie auf lifestyle-tv.ch. Also der Garten hier, da fühlt man sich wirklich gerade wie in den Ferien, Pool, Liegewiese, ein Häuschen. Es fehlt nur noch der Sandstrand. Ja, das ist so, aber das wird schwierig. Nein, das noch ist noch ein bisschen Bau da, da kommt dann Wiese her, dann ist es dann perfekt. Aber ich finde es jetzt schon perfekt. Wenn man so wohnt, dann muss man gar nicht in die Ferien. Muss man gleich mal. Wir gehen auch in zwei Wochen. An den Strand. Unsere ersten gemeinsamen Ferien sind jetzt buchen und planen. Mal schauen, wie das rauskommt. Ja, das kommt gut, das kommt gut. Woher geht ihr? Wir gehen auf Mallorca mit einem Kollegenpärchen. Villa gemietet. Ja, ein Häuschen. Wir gehen nicht ins Hotel. Ja. Während dieser ganzen Corona-Zeit haben wir gedacht, wir nehmen das Häuschen. Sind ein bisschen für uns, können ein bisschen genießen machen, was wir wollen. Und, ja. Ja. Sind ihr mit dem Kleinen auch schon in der Body gewesen, miteinander? Bis jetzt? In der Body noch nicht, nein. Der Kleine kann ja eigentlich da baden. Oder er kommt mit uns böteln oder aufs Boot. Dann kann er dort mitkommen. Aber er ist ein bisschen wasserscheu. Er ist ein bisschen scheu, der Papi. Er ist eben nicht scheu. Das haben wir jetzt ja bei Lifestyle herausgefunden. Es muss warm sein. Ja. Habt ihr eigentlich schon einen Nickname für eure beiden Namen? Chanel und Mike? Wir haben mega viel ausprobiert, aber wir sind auf keinen Namen gekommen. Chanel? Chanel. Chanel. Chanel? Das klingt doch irgendwie noch gut. Das klingt nicht mehr so schlimm. Ja, das wäre eigentlich, auf das sind wir gar nicht gekommen. Ja. Ja, jetzt werden neue Namen geboren. Okay. Ich wünsche euch alles, alles Liebe für die weitere Zukunft. Ich mag es euch beiden von Herzen gönnen. Hey, und enttäuscht mich nicht. Wie viele Mal habe ich schon Sendungen gemacht? Und dann haben sie sich geküsst und nachher sind sie nicht mehr zusammen gewesen. Darum zum Abschluss noch einen richtigen Kuss, bitte. Ein Kuss zum Abschluss. Ja. Alles Liebe euch zwei und Ihnen daheim viel Glück bei unserem heutigen Wettbewerb. Da ist er.
gewinnt heute einen Einkaufsgutschein im Wert von 1'000 Franken von Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Lasst euch im grössten Schweizer Shopping- und Lifestyle-Center vom reichhaltigen Angebot von den 150 Geschäften inspirieren und kauft nach Herzenslust ein. Der Gutschein ist im gesamten Shoppi Tivoli einlösbar. Und das ist die heutige Wettbewerbsfrage. Wo ist die letzte Bachelorette gedreht worden? In Thailand oder in Tunesien? Die Nummer zum Anrufen ist 0901 581 880. Mitmachen könnt ihr auch per SMS, schreibt das Erstwort Lifestyle, dann die Lösungszahl und schickt es an die Nummer 9988. Für eine schriftliche Teilnahme schickt die Postkarte an die eingeblendete Adresse. Das wär's vom Bachelorette-Liebespaar Chanel und Mike. Noch immer auf der Liebeswolke schweben die Sängerin Fabienne Louves und ihre Schatz, der Art Director Luca Schneider. Sie sind zügelt. Exklusiv zeigen sie Lifestyle ihre tolle Wohnung im Zürcher Seefeld. Ganz ein schönes Wochenende und hoffentlich bis am Freitag, wenn es wieder heisst, Lifestyle auf ihrem Sender. Lifestyle ist Ihnen präsentiert worden vom Shoppi Tivoli. Meine Welt, wie sie mir gefällt.